So Leute, heute sind wir in Niederau, wir haben Alanya Döner. Wir haben auf TikTok gesehen, den Hassan, und wir werden heute seinen Döner testen. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich habe schon ein bisschen Hunger auf jeden Fall, die Jungs haben auch Hunger, und einen saftigen Döner von Alanya Döner. Mal schauen, wie er schmeckt. So, jetzt ist Hassan im Laden drin. Es ist sehr, sehr viel los. Der Andrang ist sehr, sehr, sehr viel. Und wir warten auf unsere Döner. Wir wollen zwei Döner. Einmal Chili Cheese Döner, einen normalen Döner. Hassan macht ihn gleich. Aber er hat viel Stress. Gleich wird zubereitet. Hola, Justin. Wir würden gern zwei Döner. Du weißt, einmal Chili Cheese für unseren Anno Baba. Der will Chili Cheese, der will was Spezielles haben. Er ist speziell sowieso. Und ich hätte gerne einen normalen Döner mit allem drum und dran, Vollausstattung. Ja, saftig. Saftig, Baba-saftig bitte. Gerne. Wie lange machst du den Job schon? Aber seit 11 Jahren, ja. 11 Jahren, bist du zufrieden mit deinem Geschäft? Seitdem ich selbstständig bin, ja. Hast du Stress? Sehr. Sehr? Ja. Hast du Pläne in der Zukunft? Ja. Mehr Läden oder so? Nein, oder? Ich habe ja bis letztes Jahr noch 3 Geschäfte gehabt. Was? Okay. Warum hast du dann nur noch ein Geschäft jetzt? Ich habe ein bisschen runtergefahren wegen gesundheitlicher Probleme. Mhm. Ja, und jetzt geht es mir wieder besser. Und jetzt fahre ich wieder langsam hoch ab 23. Es gibt neue Projekte, aber dafür braucht man ein bisschen Zeit. Du bist ja auch im TikTok unterwegs und sozialen Medien. Dankeschön. Und du machst echt gut. Auf TikTok habe ich dich entdeckt erst. Dankeschön. Deswegen bin ich auch hier. War sehr sympathisch auf den Videos. Dankeschön. Du wirst auch YouTube bald? Ich versuche dir nachzumachen. Aha. Konkurrenz ist da, Leute, auf jeden Fall. Hast du es scharf gemacht? Ja. Oh, Ennobo, das ist für dich, glaube ich. Der mag dich. Aber sieht sehr saftig aus. Zu, wenn einer Chili Cheese Döner essen will, muss er auch ein bisschen scharf essen. Ennobo, du hast... Ennobo. So, Leute, wir haben den Döner jetzt vor uns. Von Alanya Döner in Niederau. Also von dem Aufbau sieht sehr, sehr saftig aus. Da ist Kraut drin. Jalapenos drin. Oh, hat er bei mir Jalapenos reingemacht. Oh, ich bin sehr gespannt, ob das mich zerreißt. Er hat ein rundes Brot, glaube ich. Selbstgebacken ist nicht. Aber das heißt nicht viel, Leute. Bei mir ist auch nicht selbstgebacken. Eckisch aus. Eckisch? Ah, das ist rund. Oval. Aber Nick, extra für dich. Nehmen wir dir mal die Tomate hier schön. Saftig. Hoppa. Probieren wir mal jetzt. Erst ein bisschen. Aber die Schärfe ist scharf, glaube ich. Beim Zerreißen. Ich habe schon gute Hoffnung, vielleicht wird es schmecken. Sieht sehr saftig aus. Ja. Aber Herr Milan, du brauchst doch einen Friseur bald, oder? Wieder? Kann sein. Kann sein? Kann sein. Nein, du hast echt einen Bartwuchs, ey. Und du? Ey, ich habe nicht mal Haare auf dem Kopf, Alter. Ich bin der Lichtmann heute. Der Lichtmann, Ersten Baba. Die Tage irgendwann. Okay. Oh, sieht saftig aus? Ja, sehr. Erste Biss kann man nicht sagen. Man muss einen zweiten Biss machen auf jeden Fall. Dann kommt das Fleisch entgegen. Kraut ist schön eingelegt. Eine schöne säuerliche Einlegung. Die Jalapenos sind auch, haben eine Säure auf jeden Fall, Tutschgeschmack. Wir haben Rucola drin auf jeden Fall. Das feiere ich nicht so, aber wenn es dazu passt, passt das. Weißt du, Baba. Also ich mag das, die Belegung. Fleisch, Salat, alles schön eingeteilt, bis zum Ende, glaube ich.
Aber Fleisch probieren wir nur so pur. Ich will mal probieren, sieht der ja schön saftig. Reines Kalbfleisch, Leute. Das Geschichtsfleisch haben nicht alle. Nicht so überwürzt oder so leicht gewürzt. Fleisch ist sehr lecker und ist eigentlich auch gut befüllt. Wie ist die Würzung von dem Fleisch? Schmeckt sehr gut. Da unten ist noch mehr Fleisch drin sogar. Ja, es schmeckt gut. Das Brot? Brot ist auch knusprig, lecker. Und es ist saftig auf jeden Fall. Aber Erzenbaba hat auch Hunger, muss weiter essen. Saftig. Oh. Aber Nick, guck mal hier. Wo ist Tomate? Keine Tomate mehr drin. Aber hier. Saftiger. Fleisch auf mir sehr gut. Fleisch sehr gut. Hasan Jim, erstmal, du weißt wer ist. Ersten Baba, der Dünne. Ersten Baba, der Dünne. Soße, Knoblauchsoße, Weißkraut, bisschen scharf, ohne Käse, korrekt? Ohne Käse, ohne Weißkraut. Leute, oben ist der Gemüse, ja. Ich beiß da gar nicht mehr rein. Ich beiß nur noch unten rein die ganze Zeit, weil da ist die ganze Saft vom Dönerfleisch, die Soße. Ich kann nur sagen, Baba, saftiger Döner bei Alanya Döner in Niederau. Macht nicht. Ah! Hab ich vergessen oder was? Oh! Soll ich da reinbeißen? Du bist der Experte, oder? Sehr crunchy. Und das Fleisch, das Hasan geschnitten hat, ist sehr, sehr fein geschnitten. Er hat eine Maschine, die er sehr dünn schneidet. Und das ist, da kann nichts schief gehen. Kann kein rohes Fleisch drin sein oder was anderes. Das ist immer gleichmäßig und es ist knusprig. Hat der Nick vorhin auch gesagt, wo er gegessen hat. Das Fleisch ist richtig kross gebacken, oder? Gebraten. Leute, ist ein Bissdöner oder zwei Bissdöner? Was meint ihr? Fünf Bisse? Zwei. Zwei? Ah. Wir geben immer eine Anleitung, wie Döner essen. Wie er essen muss, wie er von der geben wird. Jawohl. Opa. Wie hat geschmeckt? Es hat sehr saftig geschmeckt, auf jeden Fall sehr lecker. Genüsslich. Was war der Highlight an den Dönern? Käse, Chili-Cheese-Döner. Die Käsesoße und Käse, Fleisch. Und Fleisch hat es richtig saftig gemacht. Gemeinsam, ja. Sehr lecker, gut belegt, Salat, alles top. Die Soßen? Soßen, nur Käsesoße war drin eigentlich. Und Rucola hat es auch geschmeckt? Ja. So. Da hat viele Sachen drin, ne? Ja, viele, ja. Und sonst, Brot war super, alles super. So Leute, mein Fazit bei Alanya Döner in Niederau. Wenn ihr mal Lust auf guten Döner habt, beikommen bei Niederau, Alanya Döner. Fleisch war echt sehr, sehr gut gewürzt, stabil, der Döner ist stabil, die Soßen waren gut. Einfach vorbeikommen und mal Döner bei Alanya Döner das probieren. Fleisch, die Soße, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe demnächst, kommst bei mir auch vorbei und probierst bei mir mal, machst dein Video. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst. Auf jeden Fall, versprochen. Leute, abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an. Abonniert auch seinen Kanal, wenn er YouTube-Kanal weit hat, wenn wir markieren. Sein Instagram, sein TikTok, alles voll. Liken und abonnieren. Küsse eure Herzen.